Recht herzlich willkommen zur 234. Folge von City Skylines. Ja, wir haben letztes Mal die Monorail geguckt und die war ja ganz gut am Laufen. Also die fuhr ganz schnell, ne? Aber personenmäßig wurde das ja ein Plus. Lassen wir jetzt mal laufen, gucke ich jetzt auch nicht rein, sondern ich gucke mal gerade hier. Wir haben Industriegebietmangel. Das bedeutet, hier haben wir ja ein Industriegebiet. Wir können mal gerade gucken, ob es noch irgendwelche Flächen gibt, die wir noch machen können. Hier wäre jetzt nicht so viel, obwohl hier unten können wir zum Beispiel noch mal ein paar setzen. Das sollen die ruhig machen. Oh, da wohnte gerade einer schon, ne? Dann ist das halt so. Der war jetzt weg, ist jetzt weg. Da sieht soweit gut aus. Hier hinten ist noch ein bisschen was. Zu diesem Bahnhof hin halt, ne? Aber da machen wir vielleicht die Bürogebäude, ist auch Industrie, aber macht keinen Dreck oder so, ne? Das war der Friedhof da. Dann können wir das mal so lassen. Hier hätten wir noch ein paar Flächen frei jetzt. Da ist aber der Kommerz dran, ne? Hier haben wir noch ein kleines Industriegebiet. Hier oben war auch noch Industriegebiet. Ja, man müsste jetzt auch noch mal gucken, was für eine Wirtschaft bzw. Bodenschätze wir da haben, um die entscheidenden Industrien dahin zu bauen, ne? Also hier sieht man ja schon ein bisschen das am Rand hier. Das Bläuliche war doch Eisen, ne, oder? Ne, Erz. Es ist Eisenerz oder Erze. Wer weiß, welche Erze es sind. Gibt ja tausend verschiedene. Aber hier ist natürlich voll Erz, ne? Dann bauen wir doch hier hinten noch was hin. Ja, das machen wir doch mal. Hier ist doch eine Erzindustrie direkt passend. Und das ist hier was für eine Straße? Eine Straßenbahn, die da endet, okay. Da ist die Wendeschleife. Ja, egal, ne? Straße bauen wir. Eine vierspurige dann. Aber die ist jetzt gar nicht hier mit Dingens auswählbar, ne? Das heißt, wir müssen die Straße wohl hier rüber bauen, wenn mit Straßenbahn. Wäre dann diese. Okay, dann machen wir mal das. Ach, das ist die Einpappe vom Betriebshof. Das ist gar keine richtige Straße dann, ne? Alles klar, dann geht das so wohl nicht. Aber geht das denn dann? Ne, das will er auch gar nicht sozusagen da einloggen, ne? Kann das sein? Also schon, aber. Ne, der macht das nur von dieser Seite. Weil da geht das auch rein und so. Ne, das lass mal. Das ist nicht so gewünscht, würde ich mal sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit geht denn das so. Okay. Machen wir mal so. Und ja, ich glaube, es ist schon nicht verkehrt, hier sozusagen das so zu machen. Okay. Da fährt ja die Straßenbahn dann runter, ne? Machen wir mal hier so, oder? Da geht's dann gar nicht. Das heißt, wir müssen da schon eine höher gehen, um da runter zu kommen, oder? Was ist denn das für ein Gebilde?
Ach, das ist so ein Brückending, okay. Sehr interessant. Wieder höher. Das sieht aber doof aus, das will ich aber nicht. Das ist doch cool, oder? Jetzt kommen wir da wieder runter. Und fahren da drauf. Dann müssen wir das hier noch upgraden. Schon richtig? Ja. Und so machen wir das dann. Und dieses Stück auch. Das sieht doch cool aus, oder? Da kann eine eigene Linie drauf. Und Industriegebiet ist da entscheidend. Das wollen wir da ja haben. Das bedeutet hierhin. Machen wir die Industrie. Da auch. Hier machen wir die Einfahrt. Hier machen wir auch noch eine Einfahrt vielleicht. Da lassen wir das auch mal. Vielleicht kommt da ja auch noch eine Straße hin. So, und da können wir mal ein Bürogebäude machen. Nur den Überschwung, Umschwung, Überschwung, keine Ahnung. Da machen wir grüne Häuser hin. So, passt schon. Die sind ja auch gerade gefragt. Und hier unten setzen wir noch Kommerz ein. Da freut sich der Kommerz bestimmt, wenn er hier bauen darf. Gut, das haben wir dann. Und dann, ja, sind wir da schon weiter, ne? Jetzt müssten wir hier noch so ein Hütchen bauen. Das haben wir da, ja. Und fahren mit der Straßenbahn nicht da raus, sondern hier raus, ne? Ja, mach da ruhig hin. Und hier. Und da. Und da wird geschlossen. So, Wasser fehlt. Müssen wir dann ein bisschen Wasser machen mit warmem Wasser gleichzeitig. Können wir erstmal so lassen, das reicht ja erstmal, ne? Hier müssen wir dann, ach komm, zack, ziehen wir gerade durch. Zack, das Wasser da. So wird auch schon freilich richtig gut gebaut hier, wie man sieht. Die sind schon alle glücklich. Stromtechnisch schon angeschlossen. Hier ist auch eine Top-Wohnlage. Warte mal, da haben wir eine Top-Wohnlage geschaffen, aber irgendwo müssen wir hier noch das wegmachen, weil da wollen wir bestimmt noch eine Straße reinziehen. Da irgendwie im Hintergrund lang. Vielleicht müssen wir mal gucken, ob das geht. Nach hier auch? Ne, ne? So, wie sieht es jetzt hier mit dem Dingens aus? Ist alles erschlossen? Ja, gut. Das heißt ja, das passt schon. Hier hinten müsste man noch eine Straße weitermachen dann. Muss man mal gucken, ne? Aber das ist ja erstmal gut.
Jetzt könnte man natürlich hier noch so ein schickes Stadtviertel markieren. Mach mal so. 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 Passt schon, oder? Okay, was haben wir da? Generische Industrie. Ölindustrie, Erzindustrie. Die kommt dahin. Ne, das wollte ich schon haben. So, passt. Die Fischstäbchenfabrik ist gerade verschwunden. Die Bekleidung wird wahrscheinlich auch verschwinden. Kleidung. Wir angegossen. Alles Kleidung. Die verschwinden jetzt alle einfach aus dem Grunde, weil wir hier keine Fischstäbchen haben wollen. Und hier soll ja die Erzindustrie hin, ne? Beste Teile. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Kartonfabrik. Hier angegossen GmbH. Ne, da sind alles keine Erze. Erzunternehmen. Die bleiben. So, und jetzt muss man natürlich schauen, wie können die ihre Waren hier exportieren, ne? Das muss man gucken. Aber wir machen das mal so. Ja doch, die Häuser bauen sie ja trotzdem, ne? Egal, ob das Viertel jetzt anders heißt. Kriegen wir alles hin, ne? Oder? Das wollen wir besser so machen. Und so, und... dann vielleicht so. Hier noch so ein paar Häuschen am Hang. Freut man sich doch drüber, oder? Hier auf dem Bergrücken. Noch so ein paar schicke Häuser hinsetzen. Top-Wohnlage hier. Ja, die letzten Häuser werden wir nicht hinsetzen können, weil es nicht passt. Kriegen wir die Straße auch noch ein bisschen runter? Nee, ne? Komm, das bringt dann nichts, dann reißt es hier weg. Und lassen das erstmal bis da stehen und dann schauen wir weiter, ne? Wohnraum wird aber noch gefordert. Wasser müssen wir da bestimmt noch haben. Das ist das Bonzenviertel. Schauen wir mal, dass wir das hinkriegen, ne? Alles grün hier. Alles gut hier.
So. Wie sieht's jetzt mit Wasser aus? Ist sogar fast komplett versorgt, oder wie sehe ich das? Hier hinten müssen wir ein bisschen länger werden noch. Dann ist das gut. Und hier bauen wir einfach da hoch. Ach, da oben waren wir da auch schon? Weiß ich gar nicht. Oh, hier hinten am Ende ist sogar ein Tunnel entstanden. Krass. Noch hat man hier auch gemacht. Den Tunnel habe ich gar nicht gesehen. Aber ist jetzt da. Läuft, ne? Brücke, Tunnel. Super geil, oder? Haben wir auf jeden Fall. Gut. Hier fährt auch schon eine schicke Straßenbahn lang. Die haben keinen Strom. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, was der Strom so macht. Der muss nach da wachsen. Tut's aber auch hier, wie man sieht. Irgendwie kommt der da gleich schon hin, der Strom, oder? Hier. Erzindustrie, riesen toller Bagger. Ja. Ist die Frage, ob das was wird oder nicht. Wenn hier was hingeht, wird es vielleicht auch geschlossen, oder? Da kommt aber gerade nichts hin. Könnte das ja so machen, ne? Kriegen die da auch gleich Strom und dann ist das schon gut. So, sieht gut aus, oder? Wird werden. Das läuft auch. Da hat auch schon einer sein Haus gebaut. Wasser haben wir, Strom wird werden. Ja, dann müssen wir später weiter gucken. Aber das können wir in der nächsten Folge machen. Die schaut ihr euch an, wenn ihr abonniert habt. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt dann einen Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.